Hallo! Jetzt stehen wir gerade hier so schön und wir schulden euch ja immer noch die Roomtour. Viele von euch haben danach gefragt und jetzt haben wir Zeit und Muße, einen schönen Platz und jetzt zeigen wir euch den Krümel mal. Und zwar zeigt der Tom euch den erstmal von außen und den zweiten Teil von innen, den präsentiere dann ich. Genau. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja. So, fangen wir mal an. Ein paar Daten zum LKW, das ist ein Iveco 9016, 6 Liter Hubraum, 160 PS. Wir haben uns hier, wenn du mal auf die Reifen zeigst, gucke, haben wir uns für eine Mischbereifung, also das ist ein Baustellenprofil, entschieden, und zwar auch kleinere Reifen. Wir haben einen 385/65R22,5, geht ja noch größer. Wir haben uns bewusst für die kleineren entschieden. Vorteil da ist, man hat einen Tacken mehr Drehmoment und vor allen Dingen einen kleineren Lenkeinschlag. Und gerade bei den Dingen, die wir machen, ist das, glaube ich, ideal, diese beiden Komponenten. Ist aber von der Optik natürlich nicht so cool. So, gucken wir weiter. Was haben wir hier? Wir haben 400 Liter Diesel an Bord und das Ganze mit einem SEPA-Filter bestückt. So, hier haben wir ein Podest. Ich zeige euch mal das Podest. Ist mit zwei Handgriffen versenkt, sind Schwerlastauszüge, zieht man aus und eine Little Jumbo gekürzt um die Ständerseite. Kann man hier einhängen, hier vorne einhängen oder hier einhängen nach vorne, je nachdem wie man steht. Hier haben wir die ehemalige Feuerwehrleiter an der Seite festgeschraubt, sehr sehr hilfreich, wenn man doch recht häufig aufs Dach will oder wenn man das Dach als Terrasse nutzen will. Da sitzen wir sehr oft abends und gucken da den Sonnenuntergang. Empfehlenswert ist auch dieses Tropendach, heißt das. Das heißt, wir haben immer Schatten auf dem LKW, sodass es gar nicht so heiß da drin wird. Die Treppe ist auch mega hundefreundlich, können wir nur empfehlen. Kuba kommt da super rauf und runter. Allerdings würde ich die Variante mit der Kunststoffbeschichtung empfehlen, weil die Alu-Tritte, die waren schon sehr glatt, die haben wir getauscht. So, hier haben wir einen Landstromanschluss, kann man nach oben schieben, haben wir aber noch nicht gebraucht, in jetzt schon über einem Jahr Nutzung vom Krümel. So, dann mach ich mal auf hier. So, dann schauen wir mal hier rein. Wir haben in Summe 250 Liter Frischwasser dabei, in zwei Tanks getrennt. Ziel da war, dass wir halt, wenn wir mal schlechten tanken, immer einen anderen noch haben zum Umschalten. Betankt wird das Ganze, haben wir geändert hier, über Gardena angekoppelt. Und wenn wir keinen Wasserdruck haben, der das da hochdrückt, haben wir eine Gartenpumpe dafür. Zeige ich euch gleich noch. So dass wir auch Oberflächenwasser ansaugen können. 230 Volt Stromanschluss, sodass wir entsprechend dann die Pumpe da auch anschließen können. Und hier, das war nicht geplant, aber großes Glück gehabt, passt genau unser Tisch und unsere Stühle rein, sodass man sehr schnell und einfach da dran kommt. Ansonsten haben wir da Platz für Taschen, Motorradsachen. Kleine Hocker noch, Beistelltischlein und alles, was man so braucht an der Stelle. Vielleicht noch zu erwähnen, hier oben haben wir auch noch Kisten. Da ist jetzt noch gar nichts drin, weil wir im Moment irgendwie wenig dabei haben. Die sind unterm Bett und man kann, wenn man das Bett hebt, kommt man an die Kisten ran, sodass man von innen da die Sachen entnehmen kann. Auf der letzten Tour war das alles voll. So, die Fenster sind von der Firma Sideway. Können wir eigentlich ganz gut empfehlen. Die Klappen sind super, ziemlich schön. So, kommen wir hier weiter. Kommen wir weiter. Hier ist mein ganzer Stolz, mein Motorradträger, damit ich meine Husky mitnehmen kann. Das habe ich mir jetzt noch gebastelt. Man hat immer irgendwie Holz über für ein Lagerfeuer, sodass ich das nicht drinnen habe und den ganzen Dreck. Der Träger, der funktioniert so. So, ist eigentlich relativ einfach. Das sind zwei Schienen ineinander mit Rollen gelagert. Und man kann den Träger einfach per Knopfdruck hier mit dieser Fernbedienung rauf und runter fahren, rauf, runter. Und er fährt ganz bis zum Boden, Motorrad runter und wieder hoch. Hier haben wir noch eine Airline-Schiene angebracht, wo wir einen Tarp aufhängen können. Haben wir aber eigentlich erst ein-, zweimal benutzt. Ne? Selten. Selten. Und dann gehen wir mal auf die andere Seite. So, wenn wir kein Motorrad dabei haben, dann kann man hier dieses Ding nach oben klappen und ist dann halt gut die 40 cm kürzer. So, die Leiter hatten am Anfang geplant, innen drin ein Fach zu machen, aber kann ich auch nicht empfehlen, weil hier tropft auch morgens relativ viel Wasser immer raus.
Deshalb haben wir uns jetzt hier aus Aluminium so eine Vorrichtung gemacht, wo man die einfach hier so oben einhängt und dann hier mit einem Vorhängeschloss abschließt. Fertig. Der Verschutz, der ist klappbar, dass wir den bis hier oben hin können, sodass wir einen entsprechenden Böschungswinkel hinkriegen bis zum Motorrad hoch. Die Ecken hier, die sehen auch cool aus. Ich würde es aber auch nicht nochmal machen, weil du verlierst halt eine Menge an Stauraum. Sieht halt nur schöner irgendwie aus. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Hier haben wir die ganze Wasserfraktion, Grillkohle und all sowas in Kisten. Und hier die Gardena-Pumpe für das Schmutzwasser. Da haben wir auch immer noch dabei hier so einen Alpfilter, den man da zwischenklemmen kann. Also Kohle und Keramik. So, wenn wir wirklich mal von einem See oder aus einem Fluss was zapfen müssen, ist das auch möglich, hier sauberes Wasser in die Tanks einzufüllen. Von der Pumpe haben wir hier ein System von Famous Water uns entschieden. Zweimal Kohle, zweimal Keramik. Kann man immer wieder sauber machen. Nach einem Jahr funktioniert es tadellos. So, hier haben wir zwei Staukisten. In der einen Staukiste, wie ihr seht, sind die zwei Batterien drin und meine Elektroabteilung und Luftdruckabteilung. Also alles, was ich brauche, um Luft aus den Reifen und in die Reifen abzulassen. Aber dazu mache ich nochmal ein extra Video. So, in der zweiten Staukiste, das ist die Werkzeugkiste. Hier haben wir alle möglichen Schlüssel, Akkuschrauber, Kettensäge und so eine Kiste mit allen möglichen kleinen Schrauben, Rescue Tape und was man so unterwegs braucht, wenn irgendwas kaputt geht. So, dann würde ich sagen, wir klettern mal ins Fahrerhaus rein. Dann zeige ich euch noch mal von innen das Fahrerhaus und anschließend Coco unseren Wohnbereich. So, der Kuba hält die Stellung. Jetzt muss er gleich weichen, wenn Coco reinkommt. So, noch ein paar Fakten zum Fahrzeug. Also wir haben hier ein Untersetzungsgetriebe, Geländestraße. Dann haben wir hier zwei Sperren, eine Verteilergetriebssperre, also eine Längssperre und eine für die Hinterachse. Und ich zeige euch mal kurz das Cockpit. Also ganz klar Tacho und die Armaturen. Und hier noch eine Besonderheit, wir haben in Summe vier Kameras. Rechts und links über der Tür jeweils eine und zwei nach hinten gerichtet, eine fern und eine nah. Sodass wir ganz gut sehen können, was hinter dem Krümel so passiert, insbesondere beim Einparken wichtig. Und hier, das ist eine Universal-Tablet-Haltung von Remount, wo wir über unser Tablet und die Software Zygix entsprechend da navigieren. So, auf der anderen Seite hat jetzt Platz genommen meine Beifahrerin und Co-Pilotin und natürlich der kleine Schlingel, der Kuba. Der liegt eigentlich immer da unten im Fußraum, sollte aber eigentlich gar nicht da liegen, sondern geplant war für Kuba eigentlich hier das oder die Fernfahrerkabine. Platz für ein quasi viertes Bett. Und wenn die Kinder mitkommen und wir können hier in Summe vier Sitze einbauen, die wir aber jetzt nicht dabei haben, da wir alleine fahren. Da oben haben wir die Garderobe, da hängen eigentlich alle unsere Jacken, alles was hängen muss. Rechts Coco, links Tom. Und natürlich haben wir einen 80x60 Durchstieg in die Wohnkabine. Den würden wir auch ungern abgeben, weil den nutzen wir sehr, sehr oft. Das ist eigentlich der permanente Durchgang. Und dadurch wird natürlich die Kabine auch zum Lagerraum, weil hinten Sachen rumliegen, kann man die wunderbar hier ablegen. So, dann gehen wir mal in die Innenkabine, Coco, ne? Alles klar. So, dann zeigen wir euch mal, wie der Krümel von innen aussieht. Wie ihr an den Frisuren erkennen könnt, wir sind mittlerweile nicht mehr in den Abruzzen, sondern in Holland und waren zwischendurch beim Friseur. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Badezimmer an. Guck, willst du mal zeigen? Dann gehe ich jetzt mal duschen. So,
Hallo! So geht das, wenn wir duschen. Wir haben hier einen Duschvorhang drumherum uns gebaut. Kann man auch mit Freiluftzufuhr duschen. Hier ist die Brause. Wir haben das extra so hoch gemacht, dass wir uns auch drunter stellen können. Und nicht zu vergessen, ganz wichtiges Gadget, ein Wasserstopp. Wenn ich jetzt nämlich einfach hier drauf auf unseren Wasserhahn gehen würde, wäre ich schon nass. Wäre jetzt im Moment eher blöd. Insbesondere auch für draußen, ne? Ja. So. So. Und so funktioniert das mit der Außendusche. Wasser mal. Das Wasser ablaufen, also wir duschen normalerweise nicht auf diesem Rost, sondern darunter befindet sich unsere Duschwanne mit zwei Abläufen. Wer das nachbauen möchte, baut lieber vier Abläufe auf ein, weil das ist immer an der falschen Ecke das Wasser. So. Ansonsten, wenn wir nicht duschen, ist das unser Schmutzfang. Duschvorhang. Verbergen sich unsere zwei Schuhstationen, damit wir wenigstens zwei Paar Schuhe aus den Füßen kriegen. Der Rest steht natürlich immer im Weg. Und unser neuestes Zubehörteil, hier hatten wir ja vorher die Karte, wenn ihr euch erinnert. Die haben wir jetzt geopfert und haben uns stattdessen hier so vier Körbe angebracht. Die sind auch nur geklebt, also wir sind gespannt, ob das hält. Das sind so Klebehaken und die sollen eben unser Obst und Gemüse und vor allem den Kuba-Sein-Krempel hier direkt im Eingangsbereich aufnehmen. Ja, drückt die Daumen, dass es hält. So, weiter geht's. Noch ein Vorhang, der natürlich unser stilles Örtchen verbirgt. Und quasi unser Badezimmer inklusive Handtücher. Und was man so alles braucht. Das ist unser Badezimmerschränkchen. Komm mal rum. Ja. Das ganze Badezimmerzeug. Und als Toilette, da schwören wir drauf, waren wir am Anfang erst ein bisschen skeptisch, hat sich über die Jahre jetzt, aber ja, Jahre sind es ja schon fast, bewährt, eine Trockentrenntoilette, die Naturehead, tippitoppi, wir wollen nichts anderes mehr. Ja. So, Toilette hat Coco erklärt, Coco macht mal gerade die beiden Teppiche weg, dann zeige ich euch mal, wie die Abwassertanks darunter funktionieren. Hier, ne? Genau. Coco ist übrigens verantwortlich fürs Design, für die Farben und alles, wie es hier so aufgeteilt ist. Und ich für die Technik. So, hier seht ihr, wir haben uns bewusst nicht für eine Hebepumpe oder Abwasserpumpe entschieden, sondern wir haben einfach einen Tank unter der Dusche und einen Tank für die Spüle, 2x86 Liter. Und die Schwerkraft drückt es nach unten. Ich habe hier so kleine Ventile, wenn man an denen dreht, geht da unten ein Loch auf und dann läuft es an der Seite raus. Kann ich allerdings nicht empfehlen mittlerweile, weil die sind einfach zu klein. Die sind 28 mm Durchmesser. Ich würde empfehlen, einen Abwasserkanal von 40 mm einzubauen. Ja, das war im Prinzip alles, was zum Abwasser zu sagen ist. Mehr ist es nicht. Wir wollten es bewusst, keep it simple and smile. Ja. So, wieder zu und dann gehen wir in die Küche. Ja, also in unserer Küche darf es natürlich nicht fehlen, fehlt in keinem Wohnmobil, das wir bisher gesehen haben, oder in fast keinem, das gute IKEA-Regal. Bei uns, designed in unserer Farbe, haben wir gestrichen, damit das in meine Farbwelt passt. Und als Gewürzregal natürlich super. Weiter geht's dann hier mit unserer Kaffeemaschine. Wir sind auch hier, hast du ja eben gesagt, keep it simple. Unsere Kaffeemaschine ist ein Handfilter, mehr haben wir nicht. Genau, die dazugehörigen Zutaten finden sich zum Beispiel hier in den Schränken. Das sind so unsere Vorratsschränke. Also hier sind unsere Vorratsschränke. Links die Naschecke, hast du die auch gefilmt? Ja. Wichtig. Hier sind nämlich zwei Naschkatzen. Besonders beachten natürlich mein super Design hier. Was haben wir noch? Genau. Hier drunter, das ist nicht nur unsere
Spülablage, sondern das ist unser Goldstück, mein Induktionsherd von Bosch. Kann ich jedem nur empfehlen. Wir hatten mehrere Fehlversuche mit mobilen Geräten etc. etc. Der hat sich bewährt und der bleibt bis zum Schluss. Darauf wird dann eben auch der Kaffee gekocht. Ja, Spüle, kann man nicht so viel zu sagen. Die ist extra tief, damit man die zur Not auch als für Wäsche waschen oder auch mal Haare waschen benutzen kann. Also wie ihr wisst, Verschlüsse waren immer ein Thema bei uns. Das ist unsere erste Lösung gewesen. Das waren nur diese kleinen, wie nennt man die, Push-Dinger. Die haben so nicht gehalten. Die durften hier oben jetzt aber noch bleiben bei der neuen Lösung, weil die jetzt gesichert werden mit meiner super Sicherung. Das hält auf jeden Fall. Hat sich auch schon bewährt. Und bei den Schubladen, die ja sehr schwer beladen sind zum Teil, habe diese Lösung nicht gehalten. Und da haben wir jetzt Kompressionsverschlüsse. Die sind bombenfest. So sind sie leicht offen und zum Aufmachen muss man sie dann eben rausziehen. Genau. Also so ist schon quasi geschlossen, aber noch nicht angezogen. Und hier wird das dann nochmal angezogen. Und das hält, da wackelt nichts, egal, auch in der Cross-Strecke. Genau, es greift in so einen Gummi-Alu-Winkel, sodass da auch nichts klappern kann. Genau. In den Schubladen ist halt alles verteilt, was man so für Küche, Kochen, Essen braucht. Das ist knapp ein Meter hier, das muss reichen. Reicht nach 400 Fahrtagen, bin ich immer satt geworden. Hat noch immer gereicht, genau. Die Utensilien fürs Brotbacken auch sehr wichtig, das haben wir ja unterwegs angefangen. So. Also ganz wichtig, ne, das ist ja das A und O, wo bringen wir unser Zeug unter? Dann zeige ich euch jetzt mal unsere Staumöglichkeiten, weil wie ihr seht, haben wir nicht, wie das viele machen, rundherum Oberschränke. Das heißt, unser Stauraum ist auch recht minimalistisch. Wieder bei Keep It Simple. Wir haben hier unten unter unserem Tischpodest ein Schuhfach Kartoffelfach, im Moment zumindest. So, ich nehme das mal weg, dann kann ich euch noch ein bisschen was zur Heizung erzählen. Also wir haben eine Dieselheizung, weil wir ja kein Gas haben. Wir haben hier von Tiger Expert das Twin Kit, also die Autotherm-Heizung 2x2 kW. Die Kabine, die ist ja 6 mm isoliert, die ist so warm, also wir haben bis jetzt auch bei minus 5 Grad oder minus 10 waren es einmal sogar, wirklich nur 2 kW benutzt auf der kleinsten Flamme. Dann wird es hier so warm drin. Also baut nicht zu viel Heizung ein. Also eine 2 kW reicht. So sind wir jetzt natürlich froh, weil wir doppelt abgesichert sind, wenn mal eine kaputt geht. Hier unten sieht man noch leicht den Fuß, wenn du mal um die Ecke filmst. Das ist der Elegener Wasserboiler. Brauche ich, glaube ich, jetzt nicht aufklappen. Den kennt ihr. Wir haben 6 Liter Wasser auf 80 Grad. Ich kann damit zweimal duschen. Du einmal, ne? Aber es ist natürlich sehr sparsam. Also wir haben ja, der ist elektrisch. Ich habe halt mehr Haare. Der ist elektrisch beheizt und oder dann durch den warmen Luftstrom, wenn die Heizung läuft, hat ungefähr 450 Watt, den er braucht. Braucht so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bis das Wasser heiß ist. Also muss man dann sich ein bisschen gedulden und wenn man zusammen duschen will, hintereinander das Ganze dann machen. Dafür sind dann aber auch maximal 20 Liter Wasser weg und nicht mehr. Ja. Gut, Wasser habe ich ja schon gezeigt, haben wir 250 Liter Frischwasser in 2 Tanks, sind hinten im Kofferraum, aber die habt ihr ja schon gesehen. So, ich mache jetzt wieder zu und dann kann Coco mal zeigen, wo unsere Vorratskammer ist. Läuft. Okay, jetzt zeige ich euch noch was, das hat keiner. Ein Automatiktisch, der auf Schnipsen ausfährt. Also, hier ist der Tisch und los geht's. Thank you.
Also das stimmt natürlich nicht. Leider müssen wir es manuell machen. Das sind zwei Schwerlastauszüge hier drunter, die muss man aushaken und dann macht er das natürlich so. Das Coole ist natürlich, dass du kein Tischbein hast für einen Hund oder was dir da beim Ein- und Aussteigen im Weg steht. Ne? Genau, und sonst hätten wir auch unten das Fach nicht so nutzen können. Und wir können den bis ganz vorne ausziehen, weil meine Arbeitsfläche ist ja relativ klein hier und das heißt, ich kann jetzt hier mich austoben. Und noch dazu, wir haben ja jetzt mit 4 Leuten oder sogar mit 5 Leuten hier gehaust. Der Tisch ist groß genug für so eine Menge von Leuten. Ja. Und wenn wir ihn nicht brauchen, dann verschwindet er wieder. Und den kann man in allen Positionen irgendwie stehen lassen. So, wenn man hier so ein bisschen rumlümmelt, dann ist das auch schön. Dann hat man nur ein Glas Wein oder ein Glas Bier, ich meistens, da stehen. Oder ein paar Chips, und wenn man Fernsehen guckt. Perfekt. Ja. Fernsehen gucken wir übrigens alles über Kokos Notebook. Wir streamen viel oder ja, eigentlich nur. Und ich habe einen Router, wo wir dann eine Karte drin haben, wo wir dann entsprechend im Krümel ein WLAN haben und alle Geräte von bedienen. Das ist ein Teltonico Root X. Funktioniert super für uns. Ja? Genau. So, dann haben wir jetzt zur Vorratskammer. So, weiter geht's. Ich setze mich links hin, dann kannst du da mal aufbauen und kannst mir die Kisten rübergeben. Also weiter geht's mit der Aufbewahrungsmöglichkeit unter den Sitzen. Hier ist übrigens so die Chill-Lounge. Muss man natürlich alles abbauen. Zum Einbauen. Und auch so eine Eigenkonstruktion, damit man das auch alleine hinkriegt und nicht einen braucht, der aufhalten muss. So, und hier haben wir dann eben entsprechend schon wieder Naschzeug. Wie peinlich. Aber hier gibt es auch andere Nahrungsmittel und diverses Gedöns, was verstaut. Bevor du zuklappst, Coco, hier sieht man im Übrigen weil wir dieses Twin Kit haben von der Heizung, 90 mm dicke Rohre. Das ist ein echter Stauraumfresser, wie ihr seht. Guck mal, das geht hier rum und nimmt fast die halbe Möglichkeit dieses. Also ich würde es beim nächsten Mal deutlich kleiner alles dimensionieren und auch gar nicht so viele von diesen Warmluft auslassen. Da reicht wahrscheinlich einer oder maximal ein zweiter noch in die Dusche reinmachen und dann ist gut. Weil der Raum ist so klein, das wird so schnell warm. Vollkommen übertrieben hier. 1, 2, 3, 4 und noch einen unterm Bett, damit es warm bleibt. Macht es einfacher. Also weniger ist mehr. So, dann wieder zu. Also hier auf der anderen Seite ist übrigens das Gleiche. Brauchen wir nicht aufklappen, glaube ich. Okay, auf der anderen Seite unser Schrankblock. Das ist der Multifunktionsschrank. Hund, Tom, Coco, Backofen und natürlich ganz wichtig Getränke und Spiele. Hier haben wir jetzt unser neues Superteil. Wer uns verfolgt hat, weiß ja, dass wir mit unserem alten Kühlschrank nicht wirklich zufrieden waren. Wir haben uns jetzt noch mal was richtig Schönes gegönnt, hoffen wir zumindest. Ja. Sehr viel Platz im Kühlfach. Und sehr viel Alkohol. Sehr viel Alkohol, ganz wichtig. Und ganz wichtig, super wichtig, ein extra Gefrierfach mit extra Tür. Ja, und vom Platz her ist das auf jeden Fall für uns zwei locker genug. Selbst jetzt mit 4, 5 Personen reicht der Kühlschrank aus. Ja, wir haben ja kein Gas dabei, sondern nur Elektroenergie. Damit das mit dem Kochen, dem Kühlschrank und allem anderen reicht, haben wir eine Menge an Lithium-Akkus dabei. Wir haben in Summe, ich zeige euch mal hier, 4, also schon auf. Wir haben in Summe 4 Lithium-Akkus, wir haben alles von Victron. Das sind immer 200 Ampere-Stunden von 24 Volt. Das heißt, ungefähr 10 Kilowatt Strom haben wir, wenn die Akkus voll sind, dabei. Wenn jetzt ein kompletter Blackout ist, so haben wir es jetzt erlebt in den letzten 400 Reisetagen, kämen wir damit 4 Tage zurecht. Aber du hast ja immer ein bisschen Energie und auch selbst, wenn die Sonne mal nicht scheint, im Winter waren wir ja viel unterwegs, das ist so geschaltet, dass wir von der Lichtmaschine beim Fahren dann ungefähr 20 Ampere laden können. Und das reicht dann eigentlich immer wieder, wenn wir irgendwo ankommen, nach 3, 4 Stunden oder 2, 3 Stunden fahren, damit die Batterien wieder voll sind. Wir können immer fast eine Woche dann wieder stehen.
So, dann haben wir zum Kochen hier einen Wechselrichter, einen 5 Kilowatt Wechselrichter. Damit können wir natürlich dann Backofen, zwei Kochfelder und den Wasserkocher gleichzeitig betreiben. Also der wird schon echt warm. Deshalb haben wir hier eine Menge an PC-Ventilatoren, wenn du mal gerade hier rüber filmst. Hier haben wir einen PC-Ventilator, der bläst kalte Luft, also ihr könnt es nicht fühlen, aber ich kann es, hier rein. Und wir haben dann einen weiteren Ventilator hier, der saugt die Luft aus dem Innenraum rein und bläst es auf der anderen Seite erhitzt durch den Elektroschrank und durch den Kühlschrank als warme Luft wieder in die Dusche rein. So, hier nochmal die Steuerzentrale vom Krümels Elektrik, der Victron Cerbo GX. Da kann man eigentlich alles sehen, was man braucht, ob man, wie viel Frischwasser noch im Tank ist, wie viel Abwasser schon im Tank ist und wie der Stand ist von den Solarmodulen, also wie viel wir gerade laden. Hier sehen wir die beiden Steuerpanel von der Autotherm, von den beiden Dieselheizungen. Und hier noch was ganz Besonderes, das ist die Fernbedienung von dem Ventilator, wie hieß der noch, Coco? Maxvan, den wir übrigens sehr empfehlen können. Den kann man ganz leise einstellen, auf 10%, dann hört man kaum. Oder wenn Coco kocht, auf 100%, dann ist er wie so eine Turbine, eine Dunst abzusaugen. Turbine und erzeugt so viel Sog daraus, dass man wirklich direkt die ganze Feuchtigkeit rauskriegt. Seitdem wir diesen Maxvan haben, haben wir auch nicht mehr so beschlagene Scheiben bei uns. Also wir können ja noch mal was sagen zu unserem Lichtkonzept. Unser Hauptlichtfaktor, den wir ganz viel nutzen, ist diese Lichterkette, die wir einmal herum verlegt haben. Wenn wir abends hier gemütlich sitzen, haben wir eigentlich fast nur die Lichterkette an. Und hinten unsere Spots in wechselnder Besetzung, mal einer, mal zwei, mal drei, je nachdem. Meistens nur ein, ne? Oft nur ein, ja. Weil das uns total ausreicht und wir das eigentlich, wenn wir jetzt gemütlich sitzen, nicht so hell haben wollen. Ich persönlich bin auch absolut kein Freund von den LED-Streifen. Habe ich mich durchgesetzt, dass die nicht verbaut werden. Jawohl. Und genau. Ja, was man noch ergänzen kann zum Lichtkonzept, sind wir leider sehr spät erst drauf gekommen. Es gibt 24 Volt normale Glühbirnen, die man einfach in normale Fassungen reinschrauben kann. Also kauft nicht teures Campingzeug mit 24 Volt, kauft normale Lampenfassungen und kauft euch entsprechende Birnen, die man dann unterwegs auch tauschen kann, wenn sie kaputt sind. Genau. Also wie gesagt, wir haben ja keine Hängeschrecke, sondern wir haben uns hier so eine Galerie quasi gemacht, wo man alles Mögliche je nach Bedarf hinhängen kann. Und das hier, mein Herzstück, das hat mir meine Tochter, die Tammy, geschenkt. Da kommt mein ganzer Kram rein, das ist wunderbar. Und genau, diverse Körbchen, Haken, je nach Bedarf. Und jetzt gehe ich schlafen. Also, unser Bett ist natürlich tagsüber versteckt unter hier dieser Decke, damit das immer schön gemütlich aussieht. Ich kann das nämlich nicht leiden, wenn das Bettzeug so die ganze Zeit umhängt. Und dann kommen wir einfach hier rein. Dann zeige ich euch noch die letzte Staumöglichkeit, die wir haben. Die haben wir ja früher schon mal erwähnt. Unsere Staukisten. Toms Stuff und mein Stuff. Da haben wir Klamotten drin. Mehr haben wir eigentlich auch nicht, diese zwei Kisten. Und was ihr eben gesehen habt, im Schrank hat ja jeder ein Fach. Das muss reichen, das tut es auch. Wir haben immer noch zu viel. Genau. So. Und dann gehe ich jetzt mal schlafen. Genau, die Kucke schläft ja immer viel länger als ich. Deshalb haben wir sowas konstruiert. Auch sehr leicht. Ich bin ja 7,5 Tonnen haben wir angestrebt. Deshalb haben wir alles sehr, sehr leicht. Das Holz ist übrigens Paulowina-Holz mit 300 Kilogramm pro Kubikmeter Fläche und Vorhänge sind auch leicht. Genau. Und? Gute Nacht. Wer hat die genäht? Ich. Sehr gut. Genauso wie den Vorhang vor dem Bad. So. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay. So, schaut nochmal hier, das ist der zweite Stolz von meiner Frau. Die kann ja eigentlich nicht nähen und hat sich extra angeeignet. Die hat diese ganzen wunderschönen Polster genäht und auch sich sehr klug gemacht, wie dick das sein muss und wie weich und wie hart, dass man hier super sitzen kann. Und das ist wirklich super gelungen. Also hier kann man sowohl gut sitzen zum Essen, wie auch wenn man chillt. Und es ist mega bequem, also genau die richtige Härte. Und was wir jetzt noch vergessen haben, man kann
Das Bett klappe ich jetzt mal mit Kuko hoch. Ne, das geht leider nicht. Also Kuko muss da wieder raus. Man kann das ganze Bett nicht hochklappen, aber hochstellen. Und darunter sind so Unterbettkisten, wo wir auch noch so Sachen, die wir seltener brauchen. Zum Beispiel Wintersachen, wenn wir im Sommer unterwegs sind und so weiter. Jetzt klappt man das so hoch. Und das erste, ich wollte eigentlich Scharniere machen, das erste im Provisorium hat überdauert. Immer noch da. Und hier ist gar nichts drin jetzt. Ne? Also hier sind so Kästen drin, die kann man jetzt nach vorne schieben. Und dann kommt man da dran. So, das letzte Gimmick ist der tolle Fliegenschutz hier mit Magneten in der Mitte. Können wir sehr empfehlen. Hat auch Kogo genäht, hat nur ein paar Euro gekostet. Umgenäht. Ja, wir hoffen, dass euch die Roomtour gefallen hat. Denkt dran, Daumen hoch und Abo, falls noch nicht vorhanden. Wir freuen uns, wenn ihr uns begleiten würdet. Ja, und wir sehen uns, ne? Tschüss. Tschüss.